Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gone Home. Ach, ich kann ja nicht sprinten. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass wir nicht wegrennen müssen. Und da steht die Tür einfach mal offen. Boah, leck mich am Hintern. Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. Okay, hört sich so doppeldeutsch an. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen, Sam. Was? Wie soll ich denn das verstehen? Notiz, hey Sam, du hast doch mal gefragt, was meine Junior-Offiziersorden bedeuten. Schützen, okay. Geistermilch. Alles klar. Katie. Also, ich bin wohl die Katie und Sam. Oder bin ich Sam? Aber hier ist, steht überall Kate für Katie drauf. Katie. Da kommt die Tapete runter. Tolles Zimmer. Aber ich muss sagen, ja. Das Zimmer hat was. Wenn man das Bett hier reinstellt, könnte man sich da eine richtig schöne PC-Ecke hinstellen. Oder das Bett bleibt dort und da. Ach, ist egal. Da geht's zum Dachboden hoch. Das bedeutet definitiv nichts Gutes. Oh Gott, da liegt schon wieder eine Kassette. Schüssel. Oh. Leistungsbewerbung. Bist du an? Nee, doch. Vergiss dein Kostüm nicht. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Okay. Vergiss es, das höre ich mir noch nicht an. Ui. Cool. Okay. Geheimgang gefunden und da war gruseliges altes Zeug von Oscar drin. Okay. Jetzt wird's gerade seltsam. Karte.
Hier, Geheimgang. Mom und Dad Schlafzimmer. Nach unten. Nach unten. Geht zur Bibliothek. Zum Keller und das dort ist aber noch zu. Da möchte ich halt auch gerne rein. Warum war die auf immer so langsam? Och nee. Sam's Darkroom, do not enter if red light are on. Okay, das Zimmer ist zu. Deswegen war hier hinten das Licht an. Warte mal, bin ich jetzt eigentlich richtig? Ja. Oh, wow. Lampen. Da. Was ist das? Okay. Das ist mal echt seltsam. So, ich muss jetzt bestimmt auch versuchen, die Dinger hier zu öffnen. Aber wie? Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben. Hilfe! Nö. Hier war nichts drin irgendwie. Nee, dahinter ist nichts. Ihr habt das jetzt hoffentlich gehört, damit ihr wisst, was ich für Geräusche meine. Oh! Absender Airborhill. ...1972 versuchen wir dann mal. Auch nicht. Da ist kein geheimer Boden. Hier auch nicht. Ich möchte jetzt schon gerne in den Keller gehen. Bitte, egal was du auch gefunden hast, erzähl Mom und Dad nichts. Der Dachboden. Okay. Was ist auf dem Dachboden?
Muss ich jetzt hier nochmal in jeden Mülleimer reinlunzen? Hier gab es keinen Mülleimer. Da kommt auch schon die Tapete runter. Ja, wenn ihr Nebengeräusche gehört, es tut mir leid. Hier vorne steht gerade ein Müllauto. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Lag das vorhin schon da? Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Immer noch nicht. Da könnte man auch nicht wirklich draus schlau werden. Da. €16,95. Auch nicht. Da steht nichts und noch mehr ist da nicht drunter. Okay. Okay, wenn ich seitlich laufe, bin ich extrem langsam. Irgendwo muss es doch einen Schlüssel oder sowas geben. Oder zumindest Hinweise, wie ich überall reinkomme in diese Spinte oder was auch immer. Ernsthaft, dieses Gewitter, ey, nee. Es gibt ja nicht mal einen Schlüssel irgendwie für die Teile da unten. Ah, M, okay. Papas Arbeitszimmer, was ist... Hä? Das verstehe ich gerade nicht, aber okay. Moment mal. Wir sind jetzt hier. Das heißt ja normalerweise, dass hier irgendwas ist. Der Himmel, Samantha Gabriel. Hallo? Okay, dann haben wir das dort. Da gehen wir jetzt dahin.
Also gibt es hier überall so kleine Verstecke. Interessant. Noch eins weiter. Hier irgendwo. Oh lol. 0451. 0451, das müsste jetzt dafür sein. 0451. So, aber was sich darin verbirgt, das erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.